this time it's gonna be a big boy. Diesmal wird es eine große Sache werden, meint John Norum, Gitarrist der vielbeachteten Newcomer-Band Europe. Oh man. Und es sieht momentan ganz so aus, als ob er damit richtig liegt. Nach 6 Jahren hat sich die Gruppe längst ihre Heimat Schweden erobert und setzt nun zum Abräumen im Rest der Welt an. Japan ist bereits Europe-Land. Und gerade war ihr Final Countdown die Nummer 1 in Deutschland. Dass dieser Erfolg den Jungs, keiner älter als 24, nicht zu Kopf gestiegen ist, davon konnten wir uns selbst überzeugen, als wir sie im Münchner Hilton Hotel trafen. Was wäre denn aus ihnen geworden, wenn sie es nicht als Musiker so gut getroffen hätten? He was like into motorbikes before. Before I was starting to play, I was a motocross driver. So I thought I was gonna be a motocross star. Während John Norum schon immer ein Gitarrenstar werden wollte, wäre John Levin wahrscheinlich als Profi Motocross-Rennen gefahren. Sein derzeitiger Job als Europe-Bassist ist dann natürlich etwas ungefährlicher, wenn man mal von wild gewordenen Fans absieht. Wie kommen Sie denn so zurecht mit dem ganzen Rummel? For me, it doesn't feel like an overnight sensation or something like that. It just feels like we have been working for this a long time, because we have been together for 6 years. And it's not like an overnight thing. Because we have done 3 albums and a couple of singles, and I've been working with some other artists, just doing guitar solos and things like that. So I think this was meant to happen. Der Erfolg kam nicht über Nacht. 6 Jahre haben sie dafür gearbeitet. In dieser Zeit entstanden 3 LPs und einige Singles. Er hat auch als Gastmusiker bei anderen Künstlern gespielt, um sich über Wasser zu halten. Aber er hat immer fest daran geglaubt. Wenn man sich die Band ansieht, könnte man glauben, dass sie ein Manager nach optischen Gesichtspunkten zusammengestellt hat. We are just friends, like from the same school and like that, and we won this contest in 82 in Sweden, which was the first prize was to record an album, which is called Europe, and so very good in Sweden. Sie sind Freunde seit ihrer Schulzeit. 1982 haben sie einen Bandwettbewerb in Schweden gewonnen. Der erste Preis war eine Plattenaufnahme. Diese LP verkaufte sich sogar ganz gut. Wir wollten wissen, wie sie darauf kamen, ein Instrument zu lernen und ob es irgendwelche Leitbilder für sie gibt. Die Antwort war überraschend. For me, it was like my mother is playing guitar and she was like into 50s. She was playing guitar boogie and she taught me that one. But our main influence from the beginning is like Scorpions, UFO, Thin Lizzy, Rainbow, like that. And I think the main influence that had influenced us and me personally is Michael Schenker. Die Mutter von John muss eine sehr interessante Dame sein, denn sie spielt eine flotte Boogie-Gitarre. Diesen Einfluss konnte er sich nicht entziehen und so lernte er spielen. Später wurden dann die Scorpions, UFO, Thin Lizzy und Rainbow ihre Lieblingsgruppen. Ein Haupteinfluss für die Band war aber der Deutsche Michael Schenker. Wie man sich auf anstrengenden Tourneen fit hält, erzählt uns jetzt Drummer Ian Hoagland. Er ist der Spaßvogel bei Europe. Er flippt oft aus, um nicht auszuflippen, sagt er. Das hilft, die negative Energie loszuwerden. Sometimes I just feel like I'm overflown with this primal animal, what is it called? Animalish. What? Yeah, animal instincts. I have to scream and shout and hit things. Not people though, because I'm very friendly. Er fühlt oft, wie er von urwüchsigen animalischen Instinkten übermannt wird. Dann muss er schreien, rumtoben und auf Dinge eintreschen. Betont aber dabei ganz besonders, dass es nur Dinge und niemals Menschen sind. Denn er sei ja ein freundlicher Typ. Wir glauben ihm das aufs Wort. Oh, oh Mann. Maniac.